Vandana Shiva bringt es auch auf den Punkt. Sie sagt, die Menschheit steht am Rande des Abgrunds. Wir haben den Planeten, dessen biologische Vielfalt, Wasser und das Klima zerstört. Und damit auch den ökologischen Kontext für unser Überleben als Spezies. Umweltzerstörung und ungebremster Raub der Ressourcen generieren Konflikte, die sich rasend schnell in Krieg und Gewalt verwandeln können. Eine Mischung aus Angst und Hass ist dabei, die menschliche Kraft der Fantasie zu ersticken. Wir müssen die Saat des Friedens säen. Frieden mit der Erde und miteinander. Denn daraus sprießt die Hoffnung für unsere Zukunft als eine Menschheit und als Teil einer Weltgemeinschaft. Deswegen wurde in Paris ein Bündnis mit 10 Punkten erstellt. Und diese Punkte finde ich unheimlich wichtig. Und deswegen war das der Auslöser, in diesem Jahr den March Against Monsanto, der weltweit seit 4 Jahren stattfindet, bei uns in Düsseldorf umzubenennen in Terra Viva March. Denn dafür sind wir hier unterwegs. Wir sind für eine lebendige Erde. Terra ist italienisch und heißt Erde und Viva ist lebendig. Also wir brauchen eine lebendige Erde, denn sonst bleiben wir auch nicht am Leben. Dankeschön. Wir wollen jetzt gleich einfach weitergehen und hoffen, dass wir hier noch einige neugierig gemacht haben und vielleicht im Laufe des Nachmittags, wir werden bis, wenn da das Wetter heute uns wirklich so ein Fest bereitet, und das liegt ganz bestimmt daran, dass wir einfach unterstützt werden in diesem Sinne. Und vielleicht kommen Menschen, die hier auch sich hier aufhalten, nochmal vorbei. Wir sind auf dem Graf Adolf Platz, auf der großen Wiese, und wir haben da einiges vorbereitet und wir stehen da auch bereit für Fragen und Antworten und freuen uns über jeden, der einfach auch nur mal kurz mitdenkt. Dankeschön. Ja, vielen Dank.